Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir uns das Intro angeschaut und gesehen, um welche Charaktere es hier geht. Und zwar um Ventus, Aqua und Terra. Warum muss ich auf einmal so aufstoßen? Boah. Ja. Die wurden uns mehr oder weniger vorgestellt und wie es ausschaut, haben Terra und Aqua eine sogenannte Prüfung vor sich und ja, wir müssen uns jetzt für einen Charakter entscheiden, mit dem wir die Story spielen. Und ich habe schon im letzten Part gesagt, mit wem ich anfange, und zwar mit Ventus. Wir nehmen dann die Reihenfolge Ventus, Aqua und Terra, weil für mich ist das so vom Interesse her die beste Reihenfolge. Und ja, neugierig und froh hält dieser Junge sein Schwert verkehrt herum und ist sehr schnell damit. Okay. Entscheidest du dich für Ventus? Ja. Ab geht's. Gut. Ja, tut mir leid, aber ich finde die Story von Ventus ein bisschen am uninteressantesten von den dreien. Was willst du jetzt, weil die Story mehr oder weniger die gleiche ist bei allen drei? Weil in einer anderen Reihenfolge, anderen Schauplätzen und so weiter und so fort. Da werdet ihr ja sehen. Das alte Mann aus dem Intro. Da haben wir einen anderen Typen. Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Yes. Ja, aber then let the examination begin. Ja, der Name Xehanort, der sagt uns dann aber was aus dem zweiten Teil. Sieht das noch jemand? Das ist merkwürdig. Don't worry about me. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He can take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Ben. Wenn ich noch ein paar Jahre jünger bin als ihr, wahrscheinlich sind die alle gleich alt. Das japanische Anime-Logik. Wenn es euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Oh, jetzt muss ich mich wieder mit umgekehrter Kamerasteuerung hier durchkämpfen. Da kommt er. Wuff. Was? Aua. Kannst du es wagen? Ich bin auch Profi, ne? Aber ich mach mal das hier. Dürfte dann schnell gehen. Wenn wir ein Kommando einsetzen, wird direkt zum nächsten geschaltet, übrigens. Gibt so ein paar Sachen, die man hier aufleveln muss im Laufe des Spiels. Weiß noch nicht mehr wie oder was. Aber das werde ich schon machen. Ich glaube nicht, dass ich hier so viel offscreen Sachen machen werde wie im Dingens in den anderen Teilen. Ah, das Velocitatis haben wir erlernt und die maximal LP sind gestiegen. Ja, werde ich alles später erklären. Bestimmte Angriffe einsetzen ändern sich unsere Dingens, unsere Moves für eine Weile. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Wir tun überhaupt nicht nachfragen, wieso was passiert ist. Vielleicht liegt an den alten Mann neben uns, aber was soll's. Two of you will face each other in combat. Remember,
There are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin. Wir wissen übrigens immer noch nicht, warum die auch Schlüsselschwerter haben. Bei dem ersten Teil war noch so ein Sora, ne? Und jetzt must not tap. Ja, das war sehr kindisch, ich entschuldige mich. Was wird alles noch offenbart, ne? We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you fail to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? Vielleicht liegt es an den alten Mann, aber du weißt, der in Schwarzkleid, der sehr, sehr böse schon aussieht. Aber was soll's? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Er hat die gleichen Klamotten an wie, oder fast die gleichen Klamotten wie Rico. But I need some time alone. Dass er mit Anzim verbunden war. Ich tue nur so ein paar Sachen hin und wieder hier rauspicken, ne? Hab doch nichts dagegen. Ja, wie hält man das Ding wohl richtig? Better hurry, Ventus. Huh? Who are you? Or you'll never see Terra again. What? Get real. I can see Terra anytime I want. Like right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Look, whoever you are, you don't know the first thing about Terra. Me and him will always be a team. You trying to pick a fight or what? Ich mach ihn mit dem Holzschwert kaputt. Is that what you call friendship? You'll never know the truth unless you go out and look for it yourself. Come on, what could you possibly know when you're stuck here, looking at nothing but what's in your tiny world? Rückblickend betrachtet, glaube ich, dass die Story in dem Spiel sehr gerusht ist. Was soll's. Ich glaube, dieser maskierte Typ hatte recht. Wer auch immer er war. Boah, ich glaube, das Spiel wird gar nicht so lang. Weil Projekt. It's okay. Hey, diese Rüstung kennen wir doch.
gegen die habe ich wortwörtlich vor einer Stunde gekämpft. Ja, das Ding hat er auch. Vielleicht sollte ich auch mal das Ding drücken, was ich auf meine Schulter habe. Ich glaube, er hat echt noch nie darauf gedrückt. Kannst jetzt zu Aqua einen Dimensionslink herstellen. Ja, dazu mehr. Das sind sozusagen so Art Beschwörungen, die unsere Briefung sehr erneut. Okay. Das sind sozusagen Verwandlungen, mehr oder weniger, mit denen wir unsere Moves ändern können. Ja, du kannst jetzt auf den Kommandobrett Land des Abbruchs spielen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in diesem Spiel machen werde, weil es ist eine totale Zeitverschwendung, finde ich. Ist ein interessantes Minispiel, aber wie gesagt, ich will das Spiel ja vor dem Release von 2.8, also Kingdom Hearts 2.8 Remix hier beenden. Und ja, das Ding ist dann mehr oder weniger nur ein Zeitfresser. Also mach mal direkt weiter und gehen zum Zwergenwald. Jetzt kommen wieder unsere Disney-Welten. Ja, wie ich es nenne, Filler. Die Disney-Welten sind ehrlich gesagt nur Filler. Die Story ist immer am besten am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und Kingdom Hearts spielen. Ähnlich wie in diesem Spiel. Boah, Ende in diesem Spiel ist absolut Hammer. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Wow. Oh, kleine Menschen. Ich muss sie berühren. Der Seppel. Ich habe mir nur 6 gezählt. Dwarf Woodlands. So, Zwergenwald. So, die Welten sind jetzt, glaube ich, nicht so. Boah, ich muss die Steuerung ändern. Kann ich jetzt, glaube ich, machen, ne? Warum? Ah, viel besser. Hi, wer seid ihr denn? Ihr werdet uns gar nicht erklärt. Aber wir müssen euch bekämpfen. Klassische Kingdom Hearts Chain of Memories. Logik. Ihr seid hier, ich bin hier. Wir müssen jetzt kämpfen. Ich glaube, was ich machen könnte, ist erstmal die Toya einsammeln. Zu Aqua eher ein oder auch nicht. Ja, das Kampfsystem ist sehr unterschiedlich und mehr so aufs Kämpfen ausgelegt als die anderen Kingdom Hearts Spiele. Ah, es fällt uns in Tatis. Ah. Aber wenn wir bestimmte Dinge einsetzen, bestimmte Fähigkeiten, ändert sich unser Moveset ein bisschen. In dem Fall, wenn wir Windsachen einsetzen, dann verwandeln wir uns sozusagen in den Kampfmodus Ars Velocitatis. Ja, damit tun wir noch mehr Killer-Kombos einsetzen. Bitte, Seppo. Who are you? I'm Ventus. Call me Ven. A diamond thief. Take cover, you fools.
Okay. What is that, Bill? I'm sorry. I didn't mean to frighten you. You didn't? Oh, you mean you're not here for our diamonds? That's not nice. Treating me like some kind of bad guy? I'm just trying to find a friend. His name is Terra. He's dressed kind of like me, about yay tall. Sounds like a tall tale to me. Go on, get! We don't know any Terra. Please, could you come over here? I just want to talk. Don't pull for it! Stay where you are! All right, then we'll do this the hard way. Ich kann diese Zwerge in diesem Spiel nicht leiden. Also das ist echt der unhöflichste Haufen in ganz Kingdom Hearts. Ich werde schon bald herausfinden, wieso. Ich glaube, wenn wir mit Aqua oder Terra hier sind. Da sucht die Zwerge, die sich in die Mähne geflüchtet, die in die Mähne geflüchtet sind. Das ist voll angsteinflößend. So, jetzt müssen wir ein paar Zwerge suchen. Oh. Da ist ein Sticker oder ein Puzzleteil. Ja, ein Sticker. Deswegen sage ich immer Sticker im Kingdom Hearts 2, wenn ich solche Dinge eingesammelt habe. Da waren es Puzzleteil, aber hier sind Sticker. Ah. Finde die Zwerge, die sich versteckt haben. Oh. Warte, wenn ich euch kriege, dann vermöbel ich euch. Dann machen wir mal Aqua. Oh. Dass ich unsere Sets ein bisschen, ja, das ist ein bisschen komisch hier. Oh. Manchmal hinterlassen Gegner nämlich so Dinger, diese Dinger, und dann levelt sich das Ding auf. Wir bekommen Fähigkeiten, während wir dieses Ding haben. Deswegen sollten wir es so schnell wie möglich mal einsetzen. So, komm her. Oh, gut, auf meinen ganzen angefahren, die Map. Einer drin, oh ja, freeze, puff. Polizei ist hier, komm her. Ja, face her. Au, Sack. Ich weiß nicht mehr, wann der Dimensionslink hier verschwindet. So, ich hab dich. Du bist doch hier, um die Diamanten zu stehlen, oder? Ich werde dir nicht böse sein. Also gib es ruhig zu. Ja, voller unhöflicher Haufen, wisst ihr halt eigentlich. Ja, hier war noch einer. Oder? Ah. Wie lange hält denn das Ding? Diese blaue Leiste, genau. Schon ewig her, seit ich das Spiel gespielt habe. Mann! So. Wollte ich mit mir reden, dann mache ich euch alles kaputt. Starr mich bitte nicht so an, das mag ich nicht. Ich suche nur einen Grund, mich hier zu hassen. Ey. Voll unmöglich. War doch einer, ne? War doch noch einer. Noch nicht. Nein, Aqua ist weg. Ich merke gerade, wir haben keinen Dingen, um uns zu heilen. Und aufpassen. Jetzt haben uns nur die Zwerge ja bisher Schaden gemacht. Ach, wo fahr. Das ist ein Ding, das wir bei Blocken ausrüsten können. Auf du Pen. Ich will mit euch nur friedlich reden. Oh, haben wir schon morgen? Ich habe Aero einsetzen, okay.
Oh ja. Level sind, glaube ich, nicht so wichtig in dem Spiel, habe ich so für, wie man sich anstellt in den Kämpfen. So, suchen wir mal ein bisschen schneller. Mein Gott. Aber was für ein aggressives Niesen hast du denn drauf? Warte, ich kann auch das hier machen. Das hier. Wir sind so viele Gegner, ne? Wie kann man so ein aggressives Niesen haben? Der Analog ist so übersensibel, ne? Ich bekomme von denen mehr Schaden als diesen blöden Gegnern hier. Oh, willst du mich verarschen? Ich verrecke hier an den Viechern. Ich verrecke hier an den blöden Zwergen. Elena, lieb, du bekommst denn so Diamanten nicht? Ich muss aufpassen. Nicht arg war irgendwie so ein Heilzauber oder so. Ja. Aber ich habe mich halt nicht gehalten. Ich weiß nicht, wo man auslöst, dass die ja solche Dinger wieder hinterlassen. Mein Gott. Wir haben nur so aggressiv diesen, ey. Meine Nase juckt ganz schön, ich muss niesen. Vorsicht. Noch ein Zwerg, der ist doch hier gewesen, oder? Wo ist er? Na, wo ist er? Da oben? Wie hoch ich noch springen kann, ne? Meiner ist ja da, der ist da gewesen. Da bist du. Naja. Oh. Was ist das? Oh mein Gott. So. Ich kann hier niemanden namens Terra. Ein Fremder wäre mir sofort aufgefallen. Oh, voll der unhöfliche Auf, ne? Ernsthaft. Come on. I'm telling you, I'm no thief. That's what they all say. Well, we're on to it. Fine, I get it. You want me to leave, I'll leave. Ich kann die sowas von nicht leiden. Oh, but can you tell me where I can find some other people around here? There's a castle beyond the chorus. I mean the forest. Got it. Well, thanks. Ja, alle böse angucken, was soll das denn? Vor allem, ich sag das jetzt schon mal, wenn man mit Aqua hier hinkommt, dann sind die voll freundlich. Jedenfalls sexistisch, die Typen. So, okay. Ich glaube, Dings kann ich mir noch nicht holen, Vita oder so. Der Mokri-Ding ist ein Shop, deswegen. Ja, wahrscheinlich ein Heilmittel oder so reinpacken in meinen Dingern hier. Audi, so. Aber wir müssen halt hier noch schaffen, die Welt. 5 Minuten, ja. Haus. Das
ist das Haus vom Nikolaus. This must be where those little men live. Ich habe eine Frau schreien gehört. Was könnte es denn sein? Ja, wir müssen erst mal gucken. Gibt es hier noch was? Ja. Oh. Gift. Ich tue mir mal ein Heil-Item hier reinpacken. Ja, Sticker, die kann man sammeln. Nein. Wie macht man das nochmal? Kurz, weil da. Wenn ich nach rechts drücke, kann ich direkt da reingehen. Und den Heil-Item, den Heiltrank hier auswählen. Ha. Geil. Ja, ich möchte den Zwergenwald hier noch abschließen. Und dann kannst du wohl jede Welt in einem Part so schaffen. Am besten. Ich weiß, ich rush hier ein bisschen durch, aber... Pff. Irgendein Dingens. Ein Fernkampfangriff, ja. Schwertwurf, der Feuer. Ich hätte gern Feuer. Das wird gleich wichtig, nämlich. I heard a woman scream. Da ist eine Frau in Nöten. Eine Jungfrau in Nöten. Herkules wäre stolz auf mich. What's wrong? These horrible trees. They tried to grab me. It's okay. You were probably just seeing things. It happens to all of us when we're afraid. Oh, thank you. I feel quite better now. I'm sure I'll get along somehow. But I do need a place to sleep at night. Would you know anywhere I might? Well, I saw a house just up ahead. Come on, I'll take you there. Oh, I'm Ventus. Ven for short. Thank you, Ven. My name's Snow White. Great. Ich habe erstmal ihre Stimme gehört, aber ich ein bisschen schockiert, die so klingelt. Ich habe Schneewittchen schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich kenne die englische Version nicht, aber es klingt doch ein bisschen sehr komisch beim ersten Mal. So, geleite Schneewittchen sicher aus dem Wald. Schütze sie mit Viereck und schlag mit X zurück. Okay, folge mir. Mein Gott, wie viel Schaden hat sie denn schon? Das schafft man nicht. Mein Gott, was ist denn hier los? Neuer Versuch, glaube ich. Perfekte Lamente. Dann mache ich ja noch mal falsch, ja. Gar keinen Schaden machen, ne? Einfach weiterlaufen. Fass sie nicht an. Folgt mir, Ma. Weiter. Ja. 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 Ja.
Lauf, Schneewittchen, lauf. Lauf. Vielleicht doch ein paar Level schon mal machen sollen, ja. Wo ist das? Das war richtig. Wo hast du hin? Sind wir ja richtig? Ich weiß es gar nicht. Geh weg! Schon voll verstört. Auf. Weil der Part wird ein bisschen länger als die anderen. Das ist das Gefühl. Geh weg. Jetzt schnell weg hier. Ich hab gesagt, schnell weg hier. Okay. Oh, wir sind verarschen. Wo ich glaube, wir machen doch hier einen Schnitt danach. Und ich mit ein bisschen mit verkokle, weil ich soll gar ne. So. Ziel maximal LP gestiegen. Boah. So witzig, ja. I'm pretty sure you'll be safe here. But sit tight while I look around. Das ist ein unfreundlicher Haufen. Someone's asleep in here. The coast is clear. Not a monster in sight. Huh. Couldn't stay away, could you? And who invited you in, you rotten thief? Oh, no. He's not a thief. He rescued me. You mustn't be more. I mustn't be fooled by him, princess. Just go on and get. Please don't send him away. You see, he helped me when I was lost. And oh, so very frightened. What happened? Well, I was picking flowers by the wood, and there was a stranger there. He had a sword, but it was like a key. And then these monsters came and... A sword like a key? Terra! You mean this stranger saw you and set his horde of evil demons after you? Terra would never do that! Oh, of course. I'm sure he wouldn't. Not if he's someone who's your friend. Princess, you trustn't be so musting. Trusting. He's a lion. Mark my words. I'll prove it. Ich könnte in allen so eine reinhauen. Ey, ja, voll beschissen. Vor allem die sag, was vor allem der trauen sie sofort, ne? Die sind voll sexistisch, diese blöden Kleinwüchsigen, ey. Das soll nicht wahr sein. So, aber das ist jetzt doch ein bisschen lang. Deswegen lassen wir das. Ich beende den Part hier und wir sehen uns dann. In der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.